So, herzlich willkommen. Wir sind am letzten Tag der K angekommen. Es liegen ereignisreiche und auch anstrengende Tage hinter uns. Und heute geht es darum, ein kurzes Resümee zu ziehen. Und deswegen habe ich eingeladen die Pressevertreter. Und zwar Markus Lühling, von Chefredakteur von K Profi. Herzlich willkommen. Günter Kögel, Chefredakteur der K-Zeitung und Dr. Karl-Horst Klotz, Chefredakteur von Kunststoffe. Herzlich willkommen zusammen. Okay. Also es geht darum, Sie haben die K intensiv gesehen, Sie haben intensiv mit den verschiedenen Ausstellern gesprochen und jetzt einfach ein kurzes Resümee zu ziehen. Sie schauen mich so an, das heißt, ich soll anfangen. Ich würde Sie bitten, den Anfang zu machen. Okay, gerne. Ich denke, es war genau das richtige Motto. Ne? Also, soweit Sie damit zu tun haben, und ich glaube, Sie haben es vor sich hergetragen als Verband, Glückwunsch dazu, weil es hat uns viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gebracht, oder wir konnten es teilweise vor uns hertragen wie ein Schutzschild. Es wurde ja heute gesagt, es ist zu keinen Demonstrationen gekommen. Ich glaube, das war wirklich auch ein Erfolg, der damit zusammenhängt, dass eben alle Aussteller erinnert worden sind. Wir müssen Verantwortung übernehmen und das eben auch an vielen Ständen wirklich gezeigt haben. Ob sie es jetzt immer im engeren Sinn gezeigt haben, da gingen die Meinungen ein bisschen auseinander. Der eine versteht unter Nachhaltigkeit vielleicht was ganz anderes als der andere. Da gab es Leute, die gesagt haben, wir machen Industrie 4.0 und damit sind wir sehr effizient, vergeuden keine Ressourcen. Das ist sicher eine Form der Nachhaltigkeit, aber nicht genau die Antwort auf die Diskussion, die ja draußen in der Bevölkerung geführt wird. Es gab natürlich auch Dinge wie grüne Pflanzen zu sehen, Vogelstimmen, das ist, glaube ich, alles ganz nett und hilft. Auch vielleicht dieses Bewusstsein zu verdeutlichen, bildlich darzustellen, in die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn ich mir aber anschaue, die eigentliche Recyclingbranche oder da, wo es um die Themen geht, kann ich denn jetzt zum Beispiel in der Verarbeitung Lösungen heute herstellen oder umsetzen, die vielleicht mir erlauben, mit Monomaterialien zu arbeiten. Das wurde ja begierig aufgesogen, das wurde diskutiert, nachgefragt, da gibt es auch Lösungen und in dem Sinne waren auch da die Antworten erstmal ganz gut. Aber ich glaube, auf der anderen Seite sieht man an vielen Stellen noch, es fehlen Standards. Wenn es um Materialidentifikation geht, tun wir uns heute schwer. Also da, wo dieser Strom von Kunststoffen wieder zurückgeht, wo er aufgearbeitet werden muss, da ist vieles halt in der Praxis viel schwieriger als in der Theorie. Und insofern erwarte ich mir überhaupt nicht, dass mit dieser K und diesem schönen Motto das Thema ad acta gelegt werden kann, sondern im Grunde ist es eher der Startschuss dafür, dass die ganzen Player in der Branche jetzt noch intensiver in die Diskussion gehen müssen, auch mal drüber reden, ob sie vielleicht hier und da Geschäftsgeheimnisse etwas aufgeben und über Zusammensetzung von Materialien sprechen und solche Dinge, damit eben besser recycelt werden kann. Also das wäre ein Fazit aus meiner Sicht. Danke. Herr Kögel. Fazit von mir wäre, also K2090, das war eine gute Messe. Und es war eine sehr wichtige Messe für die Branche, weil ich finde, die Kunststoffbranche hat gezeigt, das ist nach wie vor der Problemlöser schlechthin. Die Probleme haben sich aber gewandelt. Vor ein paar Jahren war Industrie 4.0, Digitalisierung ganz im Vordergrund. Es war auch so, die Produkte ausgerichtet, maximale Leistungsfähigkeit, vielschichtige Materialien, die die Produkte perfekt schützen. Durch diese ganze Umweltdiskussion hat sich die Herausforderung gewandelt. Es geht darum, recyclingfähige Produkte zu entwickeln, die ganzen Werkstoffe daraufhin auszurichten. Und die Herausforderung hat die Branche angenommen und sie hat gezeigt, dass sie Lösungen hat. Und diese Lösungen waren hier auf der Messe zu sehen. Ich bin guter Dinge, dass das auf dem richtigen Weg ist. Und wie ich gehört habe, die Firmen sind auch auf große Resonanz auf diese Systeme gestoßen. Und mein Lieblingssatz von Herrn Reifenhäuser: Es war keine gute Messe, es war eine extrem gute Messe. Das kurz mit wenigen Worten mein Fazit. Vielen Dank. Und Markus Lühling. Ja, wenn wir es historisch sehen, muss man sagen, heute spielt der Verbraucher, die Gesellschaft
und die größte Rolle, wenn es um den Impact auf die Kunststoffindustrie, wenn man gucken, wer beeinflusst die Dinge sind, es ist heute im Wesentlichen der Verbraucher mit den Markenartiklern und dem Handel dahinter. Früher war es die Rohstoffindustrie, die selber die Anwendung entwickelt hat, um ihre Kunststoffe marktfähig zu machen. Dann hat es lange Zeit der Maschinenbau, hat die Entwicklung getragen, neue Anwendungen erschlossen. Und ja, heute ist in diesen etablierten Wertschöpfungsketten kommt der Druck von hinten, der Pull-Effekt des Verbrauchers. Das spürt man eben hier in den technischen Wertschöpfungsketten etwas weniger als in den verpackungsnahen. Da ist es also ganz deutlich, dass da dem Druck der Straße in Gänsefüßchen Rechnung getragen wird. Im Hinblick auf die Produktgestaltung, auf die Rezyklierbarkeit, auf wie auch immer nachgewiesene Anstrengungen zur Nachhaltigkeit und diese, wie sich das in die verschiedenen Wertschöpfungsketten zieht, das haben wir hier auf der K gesehen, dass das unterschiedlich getrieben wird heute von Maschinenbauern, von Rohstofferzeugern, von Rezyklierern, ist sicherlich ja, kulturellen Unterschieden geschuldet, ist auch legislativen Randbedingungen geschuldet, dass Dinge hier in Europa anders laufen, als sie in Amerika oder in China laufen, dass da unterschiedlich stark getrieben wird oder eben gebremst wird bei der, beim Recycling. Zum Beispiel sicherlich auch ein Thema, was wir hier auf der K ganz gut haben ablesen können, wer da die wirklichen Treiber sind. Und ich glaube, da sind wir Europäer in einer ganz guten Position. Wir haben die Technologien hier, der gesellschaftliche Druck ist hier relativ hoch, die Veränderungsfähigkeit, Veränderungsbereitschaft ist hoch, auch das haben wir hier auf der K gesehen. Was die Produkte angeht, was die Technologie angeht, ist eh in Europa Spitzentechnologie vorhanden, ist gar kein Problem. Also da werden wir hier in Europa sicherlich sehr viele interessante Aspekte sehen in der nächsten Zeit, für die hier Exponate, Konzepte und so weiter aufgefächert worden sind. Insofern war das also in dieser Hinsicht eine sehr spannende Messe und das Interesse, die Neugier der Besucher war ja mit Händen zu greifen, die nach jeder Form von Information gegriffen haben, die Orientierung gegeben haben, die Lösungen aufgezeigt haben, die Best-Practice-Beispiele gezeigt haben. Und insofern bin ich da also auch sehr zuversichtlich, dass sich das in den nächsten Monaten draußen im Markt hinaustragen wird und die Messe an sich ist aus meiner Sicht auch besser gelaufen, als ich erwartet hatte, muss ich gestehen. Und deswegen haben wir heute in der Messezeitung drüber geschrieben, Mutmacher in unübersichtlichen Zeiten. Es gibt ja auf der wirtschaftlichen Seite nach wie vor Schwierigkeiten in der Nachfrage und hier und da in manchen Wertschöpfungsketten große Verunsicherung. Die wird sich jetzt auch mit der K-Messe nicht legen, aber für eine ganze Reihe von Aufgaben, die im Markt da sind, hat die K ermutigt und hat Lösungswege aufgezeigt. Und dafür können wir alle dankbar sein. Ganz herzlichen Dank für dieses sehr kurze Resümee. Ich glaube, wir hatten eine wirklich richtig gute K. Wir haben gute Startbedingungen jetzt auch für die Zeit nach der K. Vielen Dank und tschüss von der K.